In diesem Video. Ich habe aber auch gerade, muss ich sagen, sehr viel Glück. Also ich glaube, ich habe mit die höchste CPM in Deutschland. Ich zeige es euch einfach, ohne lange drum herum zu reden. Ein Video mit 1,7 Millionen macht auf meinem Kanal aktuell $1,400. So, nächstes Video, was sehr, sehr oft empfohlen wurde, war von Tomary. Tomary? Kennt ihr Tomary? Er hat ein Video gemacht, das haben so viele Leute mir auf Instagram gepostet. Aber ich glaube nicht, dass das neue Video gemeint war. Ich glaube, das Video war gemeint. Die Instagram-Filter erstellen. So viel hat mir YouTube für mein 2-Millionen-Klick-Video gezahlt. Für mein 2-Millionen-Klick-Video? Okay, wir schauen mal rein. Wir gucken uns beide an. Das hier möchte ich auch sehen, weil es geht um Cash. Cash, Cash, Cash. Schauen wir rein. Okay, er hat ein 2-Millionen-Klick-Video. Welches Video hat denn 2 Millionen Klicks von ihm? Wir gehen mal auf Sortieren nach, größte Beliebtheit. Und sein beliebtestes Video hat 2,4 Millionen Aufrufe. Er hat sogar mehrere. Er hat einmal das Sextape-Video von Katja, das hat 1,4. Da hat er das Standard-Skill-Musikvideo erstellen und das Ich gehe heimlich an Revis PC. Die beiden Videos haben beide über 2 Millionen. So, das heißt, eins von den beiden Videos, von denen erfahren wir jetzt die Einnahmen. So, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass die Einnahmen nicht ultra hoch sein werden, weil die Videos sind beide 6 Minuten 30, 6 Minuten 40. Richtig viele Einnahmen bekommst du eher auf ein Video, was länger ist, also über 10 Minuten. Deswegen denke ich mal, dass die Einnahmen für die Videos vielleicht 2000 Euro. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich bin gestern über dieses Video gestolpert und zwar erklärte da diese YouTuberin, wie viel Kohle sie mit ihrem 1-Millionen-Klick-Video verdient hat. Und da dachte ich mir nicht nur, oh mein Gott, das ist ein absolut arschgeiler Titel, das muss ich auch machen. Sondern habe ich mich dann auch gefragt, okay, wie viel haben denn meine beiden Videos, die über 2 Millionen Klicks haben? Ah, die haben uns gerade angeschaut, ja. Die wissen wir jetzt, bin ich gespannt. Weil das ist natürlich von YouTuber zu YouTuber anders, das ist von Land zu Land anders. Deswegen habe ich mir da rangeguckt. Und Leute, ich kann euch eins sagen, das, was sie mit ihrem 1-Millionen-Klick-Video verdient hat, ist sowas von dermaßen weit davon entfernt, von dem, was ich mit meinem 2-Millionen-Klick-Video verdient habe. Es ist jetzt 2019 und es ist immer noch ein Thema, über das YouTuber einfach selten reden. Und genau wie die Chefs. Wir können auch über alles offen reden, Leute. Ich suche gleich auch mal ein Video raus. Mit 1,7 Millionen Klicks habe ich eins gerade von diesem Monat. Und können wir gucken, was das eingebracht hat. Baby Church habe ich auch meine Community gefragt, wie viel die denken, dass man mit so einem 2 Millionen Klick Video verdient. Einfach weil es mich interessiert hat, was ihr denkt, was dabei so rumkommen kann. Und das, was bei Instagram rumgekommen ist, ist sehr, sehr breit gefächert. Zum Beispiel hier einmal 10.000, hier einmal 2.000. 2.000 Euro hätte ich auch geschätzt. 1.000, hier einmal 20.000. Aber 50.000 und der Topse schreibt, wenn es nicht gut läuft, 2.000 Euro. Und ob es bei meinen beiden 2 Millionen bzw. 2,4 Millionen Klickvideos gut gelaufen ist. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gucken wir uns jetzt an im YouTube Studio Beta. Das ist übrigens ein neues YouTube Studio, was mich übel abfuckt und ich glaube, es fuckt jeden anderen YouTuber auch ab, weil das alte einfach viel übersichtlicher war, egal. Da drin steht alles mögliche von der Abonnentenzahl. Hier, Leute, es ist einfach lächerlich. Macht jetzt einfach mal die 200.000 voll, ich heul jede Nacht. Hat die 200.000 schon? Nein, macht mal die 200.000 voll, er hat 199.000. 1.000 rüber jetzt. Mach mal die 200.000 voll. Heute jede Nacht, der Arme. Hier sind zum Beispiel die Statistiken für eines meiner letzten Videos. Da sieht man jetzt genau, wie quasi von die Watchtime und alles ist, okay. Tag zu Tag die Klicks da gestiegen sind. Hier immer wenn es steigt, war quasi tagsüber. Hier wenn so ein kleines Plateau ist, das war einfach nachts, ist klar. Und bei frisch hochgeladenen Videos sieht man hier immer auch so eine kleine Prognose, wie sich die Videos dann entwickeln. Ob die Klicks dann besser laufen als gewöhnlich oder schlechter. Und nicht nur sieht man hier, wie viele Klicks das Video bekommen hat, sondern auch wie viele Abonnenten man durch das. Und auch wie viel Geld. Guck mal, 99 Euro hat er verdient mit einem Video, was. Ja, er bekommt ungefähr 1 Euro pro 1000 Klicks. Das ist auch so der normale YouTube-Durchschnitt. Also er hat ein Video, was knapp 100.000 Aufrufe hat, hat fast 100 Euro damit verdient. Mal, hä? Ja, 1 Euro CPM hat er dann. Also ungefähr nur 1 Euro CPM. Okay, das heißt, er wird auch ungefähr 2000 Euro mit den 2 Millionen Videos verdient haben, wenn die CPM genau gleich bleibt. Das heißt, wenn er 2 Millionen Klicks hat, wird er theoretisch 2000 Euro verdienen. Also, das ist das, was ich geschätzt habe. Mal gucken. Ganz klischeehaft, ungefähr 1 Euro pro 1000 Klicks. Ja, wie ich mir das gedacht habe, das ist so der normale YouTube-CPM. Also hier steht zwar 2 Euro CPM. Ungefähr 99 Euro. Durch das Video auf 93.000 Klicks, was eigentlich genau dieses Klischee bestätigen würde, ungefähr 1.000 Klicks ist gleich 1 Euro. In der Regel gibt es eigentlich immer zwei Arten, wie sich Videos verhalten. Entweder es geht am Anfang direkt komplett steil durch die Decke und flacht dann eben über Zeit so aus, oder es läuft am Anfang so ein bisschen okay und dann steigt es einfach so in die Höhe und läuft danach irgendwann so aus und stagniert ein bisschen. Komplett anders war das bei einem meiner Videos und zwar bei... Okay, Sextape wird nicht so viel Geld eingebracht haben, weil Katja Krasavitsch und beide sind nackt und so. Ich glaube, das wird nicht so viel Geld eingebracht haben. Ich glaube, das wird vielleicht ein paar hundert Euro eingebracht haben, weil Sextape und so, das ist so ein kritisches Thema, nicht werbefreundlich. Sextape-Parodie auf die gute Katja. Hier sieht man am Anfang was ziemlich geil direkt, hat am Anfang 25.000 Klicks gekriegt, hier direkt 60.000 Klicks und dann die ganze Zeit noch echt viel, ging echt stark, bis es dann halt am Ende auch ein bisschen stagniert hat. Und danach sage und schreibe 3 Monaten
einfach nochmal komplett, warum auch immer, auf 100.000 Klicks pro. Lol, da ist es einfach nochmal hochgegangen, weil das wurde dann ganz vielen Leuten empfohlen. Kennt ihr diese Videos, die so auch super alt sind und die euch empfohlen werden auf der Startseite? Und dann schreiben alle Leute in die Kommentare, YouTube hat uns jetzt ein Video empfohlen. Das ist da passiert. Pro Tag draufgeschossen ist. Also ich habe da innerhalb von 5 Tagen nochmal irgendwie 400.000 Klicks auf dieses Video draufgekriegt. Weswegen auch das Video jetzt übrigens absolut geile 1,5 Millionen Klicks gekriegt hat, was absolut geil ist auf der einen Seite, aber wirklich als diese 2 TP kam und sich noch mehr Leute das Video angeguckt haben, dachte ich mir wirklich, oh mein Gott, muss ich das jetzt wirklich jeder anschauen, weil der Cringe war mal wieder stark dabei. Okay, jetzt aber ohne Umwege zu meinen beiden krassesten Videos. Und zwar war das einmal hier, ihr kennt's alle, mein All-Time-Classic. Ich gehe heimlich an Revis PC und gebe alle seine V-Bucks aus. Mit aktuell 2,4 Millionen Klicks. Das Video wurde sich 8,5 Millionen Minuten lang angeguckt. Das ist echt krass. Das ist so dämlich, dass man sich, überlegt euch mal das hin einfach. Wir rechnen mal kurz nach. 140.000 Stunden, 5.800 Tage, 16 Jahre. Also insgesamt wurde sich dieses Video von Leuten 16 Jahre angeguckt. Auf jeden Fall 36,5.000. Nur durch das eine Video hat er 36.000 neue Abonnenten gemacht, also Subscriber auf YouTube. Das ist heftig, oder? 1.000 Abonnenten alleine durch dieses Video. Und bei diesem Video war es eben auch so, dass es einfach von 0 auf 100 komplett geisteskrank in die Höhe geschossen hat. Am ersten Tag 114.000, am zweiten dann 300.000, dann nochmal 300.000 und dann nochmal 200.000 obendrauf. Und dann am Ende eben auch abgeflacht ist, so wie es mit allen Videos ist. Und wie viel habe ich jetzt mit diesem Video mit 2,4 Millionen Klicks? Ja, ich sag 2.000 Euro. Wir erinnern uns bei der CPM von vorhin, die ungefähr 1,1 Euro pro 1.000 Klicks war, wären wir hier bei ungefähr 2.600 Euro und Alter, das würde auf jeden Fall schmecken, ja. Aber was dachten sich die YouTube-Götter? 700. Perfekt, Alter. Wir haben auf jeden Fall einen 700. Ja, es ist ein bisschen schade für so ein gut geklicktes Video, aber es ist immer noch 700 Euro sind 700 Euro. 700 Euro in der Tasche und dann abhauen, Leute. Let's go. Ja, es ist jetzt nicht so viel, wie ich erwartet habe, aber es ist, ja, immerhin 700 Euro. 700 Euro sind 700 Euro. Stabil. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Meine CPM war, als ich... Tomary ist gerade Sub geworden. Du Ehrenmann. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Schön, dass du da bist. Fang halt mit YouTube richtig, richtig schlecht einfach. Vielleicht, weil ich... Ja, die CPM ist es so, die CPM passt sich auch an deinen ganzen Kanal an. Und wenn du mehr Watchtime hast und mehr dies und das und das, dann wird die CPM immer höher. Ich habe gerade eine insane CPM, das zeige ich euch doch gleich mal. Ich zeige es euch einfach jetzt mal. Bevor wir weiter gucken, gehen wir ganz kurz auf meinen Kanal. Und ich schau mal ganz kurz, was das meistgeklickte Video ist der letzten 14 Tage oder so. Gehen wir ganz kurz hier runter. Das Fabi Wittmann Video hat auch fast 1 Million. Ultra stark nach einer Woche. Sick, komplett sick. Hier, das nehmen wir das Video mit Märchen. Also das hat 1,7 Millionen, ist auch ungefähr an, das ist ungefähr nah an 2 Millionen dran. Ich mach mal kurz einen kleinen Screenshot. So, okay, also. Das Video hat 1,7 Millionen Aufrufe und das müsste ja so nach einer normalen YouTube-CPM 1.700 Euro eingebracht haben. Jetzt wird geflext, Leute, jetzt wird geflext. Was sagt ihr? Ich zeig's euch einfach, ohne lange drum herum zu reden. Ein Video mit 1,7 Millionen macht auf meinem Kanal aktuell 12.400 Dollar. What the fuck? Was zum Teufel ist eigentlich los? Ja, das ist aber erst, das Video ist erst, wie alt ist das Video? Guck mal, man sieht hier ganz lange gar nichts. Weil das sind immer die letzten 28 Tage. Und das Video hat alleine in ein bisschen weniger als 14 Tagen hat das einfach 12.000 eingebracht. Ich sag mal so, danke an dieser Stelle, Kuss geht raus. Also das ist wirklich geistkrank. Das ist wirklich dieser andere geistkranke Flex. Das ist nach ein bisschen mehr als einer Woche. Und ihr seht, das ist ein Video und es kommen jeden Tag 2 Videos. Bruder, ich sage euch. Ich muss mir dringend was einschütten. Let's go. Weiter geht's. Video ein paar Mal geflucht hab. Und auch Revi ein paar Mal geflucht hat. Fuck Bernd, Alter. Du bist ganz. Du hässliche Scheiße, du Spasti. Du Scheiße. Beschweren kann man sich eher weniger. Ich habe aber auch gerade, muss ich sagen, sehr viel Glück. Also ich glaube, ich habe mit die höchste CPM in Deutschland. Also ich krieg pro 1000 Klicks im Durchschnitt 7 bis 10 Euro anstatt 1 Euro. Also ich habe fast eine 10-fach höhere CPM im Durchschnitt als der Durchschnitt, oder so wie ich es früher hatte. Also damals hatte ich auch eine kleinere. Und wenn es Dezember, also ich sag euch so, jetzt gerade ist eine schwache Werbezeit. Wenn man jetzt noch auf Dezember guckt, also wenn man zum Beispiel guckt, Dezember, November, da geht es aufs Doppelte höher, das könnte geistkrank werden. Ja, deswegen habe ich mir natürlich auch ein paar Regenbogengläser auf Vorrat gekauft. Ihr wisst Bescheid. Und ich es einfach nicht zensiert habe, aber es war mir auch irgendwie egal. Auf jeden Fall, generell auch meine Videos heute haben eine echt relativ geringe CPM, auch wenn es mittlerweile viel okayer ist. Aber hier zum Beispiel 700 Euro für 2,4 Millionen Klicks ist halt echt nicht viel. Ja, das stimmt. Also es ist schade. Natürlich freut man sich über sowas
klar, trotzdem, das sind Einnahmen, aber überlegt euch mal ein Video mit 2,4 Millionen Aufrufen. Es ist nicht verhältnismäßig, dann 700 Euro dafür zu bekommen. Das ist so. Also wirklich halt gar nicht viel. Das sieht aber deutlich besser aus bei dem anderen Video mit 2,4 Millionen, das ich mit Standardskill gemacht habe. Und zwar haben wir hier 2,4... Oh, das Standardskill-Video sieht deutlich anders aus. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also das Rewe-Video hat 700 gebracht. Das Standardskill-Video hat ungefähr die gleichen Klicks. Das hat bestimmt viel mehr gebracht. Ich bin gespannt. 2,4 Millionen Klicks und 1.300 Euro. Das ist fast doppelt so viel. Ist fast doppelt so viel wie das Rewe-Video. Ist immer noch nicht die volle 1 Euro CPM, die man sagt im Durchschnitt hat, aber es ist schon auf jeden Fall besser. Was immer noch echt wenig ist, das ist eine CPM von 50 Cent. Was ja, unter, also nur fast die Hälfte von der, die man sagt, normalerweise ist das bla bla bla, ihr wisst. Aber natürlich trotzdem besser als die 700 Euro von dem Rewe-Prank. Gott sei Dank bin und war ich davor auch nicht auf die YouTube-Klicks angewiesen, weil da wäre es auf jeden Fall richtig schwierig gewesen, damit zu essen und zu trinken. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann die Behinderung denn davon leben? Ich habe zum Beispiel einen Schnittkurs gemacht, wo ich euch die Schneiden beibringe. Den haben sich einige... Das finde ich sehr, sehr cool. Generell, wenn man ein vernünftiges Online-Produkt auf den Markt bringt, was auch wirklich Leuten hilft, was man, wo man hintersteht, was nicht irgendwie so Scam ist. Es gibt ja so viele, die machen so Scam-Scheiße. Aber man weiß ja, Tomary ist ein guter Cutter und dies, das. Und wenn er so einen Kurs gemacht hat, das kann man sich dann kaufen und angucken, dann lernt man selber was dazu, wie in so einem Schulkurs. Und das ist theoretisch der beste Weg, um Geld zu verdienen, weil das ist skalierbar. Es könnten sich jetzt diesen Online-Kurs, den er gemacht hat, könnten sich 10 Millionen Leute kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist kein Produkt, was irgendwann out of stock ist. Oder es ist nichts, wo es irgendwie, ja, was irgendwie an sich bestimmte Regelung halten muss. Und deswegen sind Online-Produkte so stark. Deswegen ist auch dieses Boss-Transformation von Kollegah so stark gewesen. Diese ganzen Fitnessprogramme, Detlef die Soest Fitnessprogramm oder KLS Fitnessprogramm, diese ganzen Fitnessprogramme, deswegen sind die auch so stark gewesen. Deswegen haben die Leute damit so viel Geld verdient. Weil diese ganzen Online-Info-Produkte, die haben so eine heftige Revenue. Das ist auf jeden Fall auch gut. Aber ich finde, wenn das Produkt gut ist, ist es eine super Sache. Auf jeden Fall. Und absolut verdient. Weil er hat halt Ahnung von Schneiden. Er bringt anderen Leuten das bei. Nimmt damit nebenbei Geld ein. Super Sache. Top. Und der ist auch richtig, richtig geil, Leute. Ich schwör's euch. Der Kurs bringt euch wirklich viel bei. Da gibt's nämlich aktuell mit dem Code TomaRizzle wieder 25% Rabatt, nur übers Wochenende. Und wenn ihr Lust auf meinen eigenen absolut geisteskranken Minecraft-Server habt, also wenn ihr schneiden lernen wollt, checkt's wirklich mal aus, weil er ist einer der Leute, wo man weiß, die haben's drauf. Und möchtet ihr mich auf meiner Reise begleiten, so könnt ihr diesen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. Schönes Video. Ich finde es auch gut, dass er quasi nicht abhängig ist von YouTube, sondern halt auch seine anderen Online-Businesses hat, wo drüber es läuft. Manche von euch wissen es ja, ich hatte ein bisschen auch ein bisschen Glück mit Aktien und so. Ich bin auch nicht auf YouTube angewiesen, ich mache es einfach trotzdem. Ich baller gerade so krass raus wie noch nie, einfach weil es gerade so ultra bockt. Und wenn ich von YouTube abhängig wäre, würde ein Video im Monat reichen, um davon zu leben. Also nicht mal, ein halbes so gesehen. Ich brauche im Monat nicht viel. Ich habe Ausgaben von... Ja, 900 Euro Miete, die ich mit meiner Freundin teile. Essen vielleicht 500 Euro für zwei Personen. Und dann halt ab und zu Anschaffungskosten von irgendwelchen technischen Geräten oder so. Aber ich würde mit 2.000 bis 3.000 Euro würde ich perfekt über die Runden kommen. Und ein Video bringt im Durchschnitt 10.000. Was soll ich mich beschweren? Also, aber wenn ich nur ein Video im Monat machen würde, wären es auch viele traurig, ne? Also dann werden halt, dann werdet ihr wahrscheinlich traurig, weil ihr sagt, oh, bitte mach mehr Videos. Sag ich, nein, ich brauche aber nicht mehr. Tschüss, Leute. Nein, aber natürlich, man hat immer auch gerne, macht natürlich auch immer gerne mehr. So, aber sehr cooles Video. Finde auch immer gut, wenn man offen über solche Themen spricht, weil ich finde es sehr interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.